Ja, Leute, willkommen. Letzter Guild war die Woche gegen unsere, ich glaube, Farm-Guild ist das. Shadow War, keine Ahnung, ich glaube, Serpent Flex oder so heißt das Ding auf Englisch. Egal. So, wir schauen schnell, wie wir den machen. Ist, glaube ich, nicht viel Besonderes dabei. Elisa. Na gut, pass auf. Irgendwer wollte, dass ich Theo auf Bio probiere. Und nachdem er heute eh Free Room Removal Day ist, machen wir das halt immer Theo meine Bio-Runen. Theo, also das sind jetzt Theo-Stats. Ganz schön übertrieben irgendwie, hier. Auf Bio Will. Gut, ja, Silver gegen Pinken. Also gut, oben Cleafig. Nicht die beste Idee, weil erstens haben sie einen besseren Speedlead, zweitens Iris, dann irgendwie Iris, Tiana Strip und Stunt, dann, ja. Aber hoffen wir mal nicht, dass es passiert. Und Molong, Retesh, Kuma, Smiley, sagt auch Hallo. Er gibt keine Ruhe, hey. Er will auch unbedingt. So, was machen wir mit dir? Ich weiß es nicht, hey. Mir fällt irgendwie gar nichts mehr ein, was ich machen kann. So. Nehm. Irgendwie will ich aber eine Tech drauf, oder? Aber das wäre cool, ja. Und das letzte. Ich glaube zwar, dass Bailey irgendwie nicht wirklich drankommt. Aber. Okay. So. Ich würde sagen, wir killen Iris. Dritten Skill auf Iris. Und poppen möglicherweise ein Duo. Wie viel Damage machen wir? 57k. Mach's gut, Galleon. Hat sich schon mal nicht gelohnt, war auch, ne? Ich müsste ihn halt irgendwie bringen gegen irgendwas, das dann länger dauert, irgendwie so ein Bruiser-Team oder so. Schauen wir mal, ob wir das irgendwie nachher schaffen, ob ich dann denke. So. Defense Breaker Free Tisch. Leider immer noch keine 5 Stacks. Wenn wir auch nicht so schnell kriegen. Aber ich glaube, wir ballern jetzt trotzdem raus, nachdem wir 4 Stacks haben und 2 Death Breaks. Ich habe nur einen 38k Hit auf Retesh gesehen. Muss wahrscheinlich dasselbe irgendwie gewesen sein, aber der wird irgendwie 2 Hits oder so gleich bekommen haben. So. Defense Break. Na gut, machen wir 4 Stacks. Molong ist auch zu dumm. Können wir strippen? Also 5 Stacks. Brauchen wir nur noch Attack Buff. Bitte proc nicht Retesh. Okay. Oh, wo ist mein Defense Break? Der geht so perfekt. Wie viel machen wir? 40k habe ich gesehen zum Schluss. Ja, Damage macht er ja, ne? Ist ja nichts, aber sonst ist es halt recht useless. Okay. Immer diese Zeratus hier. Wen machen wir denn noch? Moby Dick, ne?
Wo kann ich einen Vajot bringen? Nirgends irgendwie. Bringt irgendwie alles mit zu tun. Machen wir den da. Selbe Spiel. Und unten. Soll ich Mirron? Irgendwie will ich was anderes nehmen als Wind Defender. Nimm das Google Lauren. Oder Lauren. Dann habe ich überhaupt kein Heal. Der nehme halt Körner. Dann haben wir halt Heal, ne? Und Damage. Wenn ich nicht irgendwie Pryler nehme, dann geht überhaupt nichts down. So, Turn 1. Na gut. Selbe Spiel. Kein Vioproc. Können wir dich diesen breaken. Okay, nice. Wieder kein Defense Break und ein toter Theor into Double Bio Proc. Okay, wir sind schneller und wir sind tot. Nice. Können wir auch Lauren killen? Und wir haben wieder Rock ready. So, wir killen Perna First Life. Panda ist so oder so tot. Wie geplant, ja. Und wir machen noch zum Schluss. Irgendwie steht da nichts Besonderes, hey. Mehr Lies. Warte. Warum sage ich eigentlich Silvia, hey? Ich sag schon wieder Lisa, hey. Okay, mach mal ihn noch, was soll's. Stormfurner und Jenny. Was machen wir denn hier? Unten wäre es kalt. Ah, nehmen wir. Wo ist er? Für mich ist er useless. Und nehmen wir einen Feuermonkey. Und nehmen wir Brown dazu. Und für unten. Nehmen wir ihn hier. Habe ich noch einen Kellion? Habe ich hier noch. Ganz ruhig, Genie. Ein ziemlich schneller Vio, Genie. Kann nicht schlecht. So. Provoke ist raus. Mephisto ist fast tot. Können wir dich killen, Turner? Okay. Damit war es eigentlich schon GG.
Nur noch eine Frage der Zeit hier. Rauszuschauen, killt uns auch noch. Wir haben ein Problem. Einmal bitte auf meinen Monkey zu gehen. Dann war ja fast ein Fran, wenn man. Ja, geh auf Fran, ist okay. So, kleines mein Monkey sich jetzt halber hinschauen, hoffentlich. Jo, Stacks haben wir ja schon ein paar. Mephisto hat auch zwei Stacks jetzt. Ach, ganze 6000 Schaden mit knapp 200 Crit Damage. So, heilen braucht man nicht. So, Alien. Ich würde sagen, wir kriegen sowieso Ciara zuerst. Oder? Boom. Was? 48k nur? Ciara hat nicht genug KP, glaube ich. Boah, dass der Kack-Kritisch jetzt wieder 3er packen müssen. Break. So, hoffen, dass Rakan nicht kollapst. Okay. Oh, warte. Wie viel Damage machen wir? Ne? 96.000. Einfach das Beste. Damage nicht vor, das ist irgendwie nicht momentan. Na gut, das war's für die Woche. Wie gesagt, ich bin ab Montag bis Samstagmittag nicht da. Ich bin eine Woche Krieg spielen. Ich habe zwar drei Videos, werden nach und nach veröffentlicht. Ich glaube am Montag, Dienstag und am Mittwoch. Donnerstag und Freitag gibt es halt leider nichts. Ja, Siege und so. Weiß ich nicht, ob ich recorden werde. Auf jeden Fall, wenn, dann eben ohne Ton. Ansonsten ja, dann schöne Woche und so. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wenn ich dann wieder zurück bin, das komische Transcendence Pack draußen ist. Und dann wird es ein Giveaway geben vom Transcendence Pack.